Liebe Leute, heute nochmal ein Fehlerfokus. Es geht darum, ich bin jetzt hier im technischen Trail und ich habe es immer mal wieder erlebt. Einerseits irgendwann durch Gewohnheiten oder vielleicht durch Unbewusstes vom Kopf her. Aber teilweise weiß ich auch von Trainern oder Kollegen, die so ein bisschen da Dinge vermittelt haben, dass ich recht kritisch sehe. Und zwar stehen viele im technischen Gelände immer noch relativ groß, also recht hoch, aufrecht, weil sie, wie gesagt, aus irgendwelchen Gründen nicht tiefer gehen wollen. Und das ist so ein häufiger Fehlerfokus, ich möchte euch das mal zeigen. Man fährt dann hier sowas Technisches runter und das ist alles langsam und verblockt, also wenn man sowas fährt. Wollen ja manche nur Flow fahren, aber wer halt dieses technisch Verblockte mag, der wird damit in Berührung gekommen sein. Und wenn man dann sowas fährt und man ist recht groß, dann hat man halt recht. Dann hat man einen relativ hohen Schwerpunkt und die Problematik wäre folgende, dass man auch wenig Traktion im Vergleich zu einem tieferen Schwerpunkt hätte und in der Balance auch Probleme manchmal bekommt, weil man halt so groß ist. Das habe ich in meinen Fahrtechnikkursen schon oft erlebt. Also liebe Leute, wenn es technisch ist, dann traut euch ruhig, euch richtig schön klein zu machen. Spätestens dann, wenn ihr vielleicht merkt, der Hinterreifen und durch die Steilheit kommt zum Popo und ihr steht sehr klein und gebeugt in den Beinen, also in die Knie gegangen, dann seid ihr vielleicht schon zu tief. Ja? Aber sonst, wenn es sehr technisch ist und so, dann macht euch ruhig schön klein. Mir geht es ja nicht darum, wenn ihr irgendwo langsam, eher so flowig, irgendwo ein Steilstück so runter, da muss man sich nicht immer so klein machen. Aber bei den technischen Fahren, ich werde euch mal ein Video verlinken, auch mit dem Fahrrad hier gefilmt, vor 3 Jahren am Gardasee. Da habe ich stufige Trails, da habe ich so ein Video zu gemacht, Tipps für stufige Trails. Ähnlich wie hier, nur am Gardasee halt, der Gardasee ist halt Gardasee. Und ja, seid bereit, euch schön klein zu machen, macht den Bike-Limbo, mach ich klein und könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so dazu denkt, wie eure Erfahrungen sind. Das war Fehlerfokus Folge 9. Zu aufrecht fahren, Tipp wäre, macht euch klein und keep it low. Wir sehen uns. Beim Radfahren in die Tiefehaltung wechseln, das Vorderrad abkippen lassen und die rechte Stufe. Die erste Stufe abrollen, vorausschauen, dann kommt die nächste. Und das Rad findet seinen Weg in die nächste Stufe. So, jetzt werde ich mal die rechte Linie. Folge schön langsam, da kommt wieder eine Stufe vorausschauen. Schön locker in den Arm und Beine. Also richtig dicke Hindernisse drin sind, wo man durchrollt. Es ist wieder sehr wichtig, dass ihr eine aktive Fahrweise habt. Das heißt, ihr müsst euer Rad sich unter euch bewegen lassen. Das heißt, in den Ellenbogen schön locker weich sein, auch mit den Beinen hin.